Cabanossi Paprika Kartoffeltopf in Käsesahnesoße. Lecker Schmackofatz. Wie dieser Eintopf gemacht wird, verrate ich euch in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen. Für diesen schnell gemachten, aber nicht weniger leckeren Eintopf benötigt ihr folgende Zutaten: 600 Gramm Cabanossi, 600 Gramm Kartoffeln, 400 Gramm Paprikamix in Streifen, TK, 100 Gramm geriebenen Käse, 45 Gramm Schmelzkäse, eine mittelgroße Zwiebel, 200 Milliliter Sahne und Salz. Als erstes werden in einem Topf mit heißem Fett die in Streifen geschnittenen Zwiebeln angedünstet. Wenn die Zwiebeln etwas glasiger geworden sind, kommen die Kartoffeln in den Topf. Etwas Salz hinzu, das sorgt dafür, dass aus den Zwiebeln und den Kartoffeln Wasser austritt, in dem beides etwas dünsten kann. Die Kartoffeln hatte ich geschält und in Kartoffelecken geschnitten. Ihr könnt natürlich auch in Würfel schneiden oder in Scheiben. Auf alle Fälle sollten sie in mundgerechte Stücke geschnitten werden. Dann Deckel drauf und 20 Minuten schmoren lassen. Anschließend kommen Paprika und in Scheiben geschnittene Cabanossi hinzu. Alles gut verrühren und bei geschlossenem Deckel noch einmal 20 Minuten schmoren lassen. Dann gebt ihr die Sahne, den Schmelzkäse und den geriebenen Käse in den Topf. Verrühren, warten bis der Käse geschmolzen ist und dann bei geringer Hitze eine Weile ziehen lassen. Dann kann angerichtet werden und so sieht es angerichtet aus. Ist das nicht lecker? Da läuft einem beim Anblick schon das Wasser im Mund zusammen. Was ich sonst noch so an Suppen und Eintöpfen mache, das könnt ihr hier oben in dieser Playlist sehen. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.